Hallo und guten Abend aus dem Studio der KMG Kliniken. Ich hoffe, euch da draußen an den Smartphones und vor den Bildschirmen geht es gut und ihr seid gesund. Mein Name ist nicht Joko und nicht Klaas. Ich bin Marco Jahn und euer Moderator und euer Guide durch den Abend. Für die, die uns noch nicht kennen, möchte ich uns kurz vorstellen. Wir sind ein Gesundheitsunternehmen mit Standorten im Nordosten und in der Mitte Deutschlands. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Patientinnen, Bewohnerinnen und Klientinnen zu verbessern und zu halten. Dafür stehen bei uns über 2800 Betten und Plätze in 9 Akutkliniken, 2 Reha-Kliniken und mehreren Seniorenheimen zur Verfügung. Ein Bett aufzustellen macht aber noch keinen Menschen gesund. Dafür braucht es engagierte und vor allem gut ausgebildete Menschen. Nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Pflege. Nun ist es natürlich ein großer Zufall, dass dieser Livestream heute nur einen Abend nach der großen ProSieben-Dokumentation mit Joko und Klaas stattfindet. Und ja, der Hashtag des gestrigen Abends könnte passender nicht sein. Nicht selbstverständlich. Pflege ist nicht selbstverständlich. Pflege ist ein anstrengender Beruf. Es ist ein Beruf, der vollen Einsatz und volle Motivation erfordert. Und es ist ein Beruf von gut ausgebildeten Profis. Und auch wir als Gesundheitsunternehmen müssen und wir werden unseren Teil beitragen. Durch moderne Konzepte, durch ausfallsichere und durch familienfreundliche Dienstpläne. Für unser KMG-Klinikum Pritzwalk bedeutet das zum Beispiel ganz konkret, dass wir selbst in der Pandemie nicht den geforderten Pflegeschlüssel unterschritten haben. Auf der Corona-Station setzen wir sogar deutlich mehr Personal ein, als gesetzlich gefordert wäre. Das habe ich mir heute extra noch einmal von unserem Geschäftsführer des Klinikums, Jannis Fell, bestätigen lassen. Der starke Personalansatz kommt dann nicht nur unseren Patientinnen zugute, er entlastet auch unsere Mitarbeiterinnen in der Pflege, die gerade in dieser Zeit einen großartigen Job machen und für die wir eine Verantwortung tragen. Ein weiterer wichtiger Baustein ist natürlich auch die Ausbildung von Pflegenachwuchs. Und über genau diese Ausbildung wollen wir heute mehr erfahren. Dazu schalten wir nach Brandenburg, wo unsere berufliche Schule für Gesundheitsberufe am Klinikum Pritzwalk untergebracht ist. Wir sprechen mit unserer Schulleiterin Gudrun Kröger, der Lehrkraft Tino Farbe und unserer Auszubildenden in der Pflege Maria Lübeck über die Ausbildung in der Pflege, über Motivation und über Berufsschule in Pandemiezeiten. Selbstverständlich könnt ihr da draußen auch in den Kommentaren eure Fragen stellen. Wenn ihr heute keine Zeit zum Dranbleiben habt und jetzt sofort wieder los müsst, dann kommt hier noch ein Tipp für euch. Am 15. April, auch um 19 Uhr, sind wir live mit unserer Schule in Luckenwalde. Dann könnt ihr natürlich auch reinschalten. Jetzt aber schon genug von mir. Nach einem kurzen Video geht es schon los mit unserer ersten Gästin. Hallo Sarah, wollen wir vielleicht ein bisschen Vital zeichnen lassen üben? Klar, zum Beispiel Puls? Ja, auf jeden Fall. Kannst du uns bei dir machen? Aber natürlich, welchen Arm möchtest du denn? Das macht keinen Unterschied. Nimm mir mal von diesen. So, gut. Dann finde ich erstmal deine Vena radialis. Ich muss an diese Höhe tastbar sein. Ja, ich spüre sie schon. Gut, dann baue ich meine Uhr. Ich darf entweder eine Minute messen, so haben wir das in der Schule gelernt, genau. Oder auch 15 Sekunden, aber dann mal 4 rechnen. Eine Minute messe ich dann nur in dem Fall, dass ein Puls unregelmäßig ist. Dann machen wir. Ich habe 16 gezählt, dann rechne ich das mal 4, 84. Aber das hört sich doch eigentlich echt gut, dann ist doch noch ein Normbereich. Der Normbereich war ja doch zwischen 60 und 80, oder? Ja. Also alles gut. Ich habe noch auf die Härte geachtet und auf die Härte von deinem Puls. Ja. Regelmäßigkeit ist auch sehr wichtig und die Frequenz.
Und wenn die Verbindung jetzt steht, dann sollte ich jetzt verbunden sein nach Pritzwalk mit Gudrun Kröger. Hallo, Marco. Ja, du bist gut verbunden. Ja, sehr schön. Hallo und guten Abend nach Pritzwalk. Wer bist du denn? Stell dich doch erstmal vor. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der KMG Bildungsakademie in Pritzwalk. Wir freuen uns, dass wir auch in Zeiten der Pandemie die Möglichkeit bekommen, virtuell uns und unsere Pflegeschule mit ihrem Profil vorzustellen. Mein Name ist Gudrun Kröger und gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Loy leite ich diese Schule seit 2018 kollegial. Manchmal kann ich selbst kaum glauben, dass es jetzt 40 Jahre her ist, dass ich selbst die Krankenschwesterausbildung absolvierte. Und ich wollte aber immer Lehrerin werden und die Pädagogik mit der Pflege zu verbinden, das ist einfach nur ein ganz genialer Beruf. Und wenn ich heute durch die KMG-Einrichtungen gehe, dann kann ich wirklich voller Stolz sagen, dich und auch dich habe ich ausgebildet. Und manchmal habe ich einen Traum, der da besagt, alle ehemaligen Schüler hier mal auf meinem Schulhof zu sehen. Das wäre einfach nur toll. Ja, unsere Schule schreibt schon eine lange Geschichte und sie befindet sich in einer geschichtsträchtigen alten Backsteinvilla. Sie hat wirklich einen ganz tollen Charme. Diese Villa, so ein bisschen ehrwürdig auch, aber die vielen lustigen Schülerstimmen sorgen dafür, dass sie ewig jung bleibt. Wir bilden tatsächlich schon jahrzehntelang in den Berufen der Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege aus. Und ich glaube, deshalb ist es uns auch nicht ganz so schwer gefallen, im letzten Jahr die generalistische Ausbildung an den Start zu bringen. Wir eröffnen einmal im Jahr, immer am 1. Oktober, zwei Klassen mit maximal 25 Auszubildenden. Und ja, an meiner Seite habe ich ein sehr junges und hochmotiviertes Team. Genau, ich habe direkt über die erste Rückfrage. Du hast gesagt, du bist kollegiale Schulleitung. Was heißt denn das? Das heißt, dass ich nicht alleine die Schule leiten muss, sondern dass ich noch eine Kollegin an meiner Seite habe. Und zu zweit stemmt sich das wirklich sehr viel besser, muss ich sagen. Und wir harmonieren. So glaube ich, meine Kollegin hört jetzt garantiert zu, wirklich gut miteinander. Das ist die Katrin Loy, wenn ich richtig informiert bin. Das ist die Katrin Loy, ganz genau. Die habe ich auch mal ausgebildet übrigens. Ja, 40 Jahre sind auch ganz schön viel. Du sagst, dein Traum ist es, mal alle Schüler wieder da zu haben. Wie viele sind das inzwischen? Oh Marco, ich glaube, der Schulhof würde nicht reichen. Das sind nämlich schon 35 Jahre, die ich tatsächlich in der Ausbildung tätig bin. Ich glaube es, wie gesagt, kaum selbst. Ja. Vielleicht organisieren wir das ja mal für dich zu deinem Dienstjubiläum bei uns. Du, versprech jetzt hier nichts. Aber natürlich, die wichtigste Frage für die Leute, die zuschauen, ist natürlich irgendwie, wann geht es denn überhaupt los mit der Ausbildung und beziehungsweise wann ist der Bewerbungsschluss? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, immer am 1. Oktober des Jahres beginnen wir mit zwei Kursen, a 25 Auszubildenden, also das ist das Maximum, was wir auch dürfen. Und wir hier an der Schule haben eigentlich überhaupt gar keinen Bewerbungsschluss. Also ihr Lieben da draußen, ihr könnt euch jederzeit bei uns bewerben. Allerdings würden wir dann eure Bewerbungen an die Trägereinrichtungen der KMG weiterreichen. Vielleicht ist es schon ganz gut, wenn man weiß, möchte man in einem Klinikum seine Ausbildung machen oder in einem Seniorenheim. Ja. Das heißt, ich kann mich entweder bei euch bewerben oder direkt bei dem Träger, oder wie funktioniert das? Ja, man kann sich bei uns bewerben, wir würden dann die Bewerbung weiterreichen. Da gucken wir natürlich auch, wo wohnt der Auszubildende. Wir haben ja in Wittstock, in Pritzwalk, in Küritz, in Bad Wilsnack, habe ich jetzt noch was vergessen, ich glaube nicht, Möglichkeiten, unsere KMG-Träger anzubieten. Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt erst in diesem Jahr meinen Abschluss mache, im Oktober geht's los, du hast gesagt, einen Bewerbungsschluss gibt es nicht. Ich könnte mich auch noch bewerben, wenn ich erst in diesem Jahr meinen Abschluss mache, wenn ich jetzt in der Abschlussklasse bin. Ja, ja, wir würden natürlich gern schon jetzt die Bewerbungen haben. Meistens ist es so nach den Winterferien, dann beginnen die
Schüler sich zu bewerben. Aber wir dürfen auch noch 14 Tage nach Beginn der Ausbildung Schüler sogar aufnehmen. Aber dann ist Schluss. Das heißt, es gibt für alle da draußen noch genügend Chancen auf jeden Fall. Ja, bitte bewerbt euch so schnell ihr könnt und so viele ihr wollt. Aber irgendwann, ja. Und was müssen die Bewerber mitbringen? Welche Voraussetzungen müssen die Bewerber haben? Ja, ich denke da jetzt gerade so an eine Kampagne, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen wurde. Die heißt dann nämlich, mach Karriere als Mensch. Und genau das ist für mich erst einmal das Wichtigste, nämlich die Menschlichkeit, die Liebe und das Interesse an und für Menschen jeglicher Herkunft und Hautfarbe, egal wie und wo beeinträchtigt diese Menschen sind. Dann braucht man natürlich noch sehr viel Einfühlungsvermögen und Geduld, aber auch Ehrlichkeit und Echtheit ist sehr wichtig. Und in dieser Ausbildung verlangt sehr viel Fleiß und Ehrgeiz. Für mich ist ja dieser Beruf auch noch Berufung. Und deshalb sage ich eigentlich zu jedem, der unbedingt diesen Beruf erlernen möchte, wenn er das also unbedingt möchte, kann er das auch, wenn seine bisherigen schulischen Leistungen vielleicht nicht ganz so spektakulär waren. Aber ein 10. Klasse Realschulabschluss sollte es dann schon sein. Es gibt natürlich gleichwertige andere Schulabschlüsse, die könnt ihr gerne hier erfragen. Wir haben hier unsere Frau Arndt, das ist sozusagen die Seele hier, die kann euch dazu ganz viel erzählen. Weiterhin braucht man dann noch ein gesundheitliches Eignungszeugnis. Da geht es dann vor allen Dingen um den Bewegungsapparat, es geht um allergische Reaktionen oder eben auch um die psychische Eignung. Man braucht einen Nachweis Masernimpfschutz. Und da wir unsere Schüler auch in Kindereinrichtungen einsetzen, braucht ihr ein erweitertes Führungszeugnis. Und schön wäre es, wenn schon ein Pflegepraktikum vorab gemacht worden ist, dass man da also schon mal selbst hineingeschnuppert hat, ob das tatsächlich der Beruf ist, den man machen möchte. Genau. Ja. Und für Pflegepraktika könnt ihr euch da draußen natürlich auch direkt an unsere Häuser wenden. Und wir sprachen jetzt über den Schulabschluss. Gibt es denn bestimmte Fächer, in denen ich besonders gut sein sollte vielleicht? Und ich könnte mir natürlich vorstellen, wenn ich in Biologie beim Froschsezieren aufgepasst habe, dann habe ich vielleicht gute Voraussetzungen. Ja, also sicherlich sind die naturwissenschaftlichen Fächer wichtig. Aber auch die deutsche Sprache sollte man ganz gut beherrschen. Man muss Pflegeberichte schreiben, also auch Rechtschreibung, Grammatik finde ich wichtig, wie man sich ausdrückt, wie man spricht, sodass vielleicht nicht gerade Musikunterricht so wichtig ist oder Sport, wobei ja ein guter trainierter Bewegungsapparat auch wichtig ist. Also die naturwissenschaftlichen Fächer sind es schon, vor allen Dingen. Und Schreiben ist noch ein gutes Stichwort. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, würde ich doch mal dazu aufrufen, wenn ihr Fragen habt an die Frau Kröger, also an die Gudrun, oder auch an den Tino Farbe, das ist die Lehrkraft, die im Anschluss bei uns sein wird, oder an die Marie, unsere Auszubildende, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Wir blenden die ein und beantworten die für euch. Und die nächste Frage, die ich aber habe an dich, Gudrun, ist, du sprachst von einer generalistischen Ausbildung. Das hört sich ja general, wir sind nicht beim Militär. Was ist denn eine generalistische Ausbildung? Ja, das ist eine Frage, die bekommen wir wirklich tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt. Es ist also so, dass am 1. Januar 2020 das neue Pflegeberufegesetz sozusagen an den Start gegangen ist. Das hat also die Berufe der Altenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und auch der Gesundheits- und Krankenpflege abgelöst. Das war tatsächlich notwendig, diese Neuregelung, weil nämlich der demografische Wandel die Pflegesituation maßgeblich verändert hat. Ich meine damit, dass zum Beispiel in den Krankenhäusern immer mehr Demenzerkrankte oder auch alte Menschen gepflegt werden müssen oder aber in den Seniorenheimen immer mehr Wissen gefragt ist, dass in dem Beruf der Gesundheits- und Krankenpflege ausgebildet wurde. Zum Beispiel die professionelle Wundversorgung.
Und um diesen Herausforderungen also gerecht zu werden, hat man diese eben genannten drei Berufe, hat man da einen neuen anderen Beruf daraus entstehen lassen mit der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Dieser soll tatsächlich die Pflege aufwerten, auch attraktiver und flexibler machen. Und es geht eben auch darum, dass die Auszubildenden in allen Versorgungsbereichen, die es in der Pflege gibt, tätig sein können und alle Altersstufen, also vom Säugling bis zum 100-Jährigen und darüber hinaus, pflegen können. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, diese Pflegefachfrau, der Pflegefachmann, das ist also ein Beruf, der in der europäischen oder in den Staaten der Europäischen Union anerkannt ist. Das war zum Beispiel der Altenpflegeberuf oder die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege gar nicht. Und es gibt noch eine neue Regelung, die also gar nicht verschwiegen werden darf. Es ist also erstmalig so, dass es für diese Fachkräfte Vorbehaltsaufgaben gibt, also spezifische Pflegeaufgaben, die nur dieser Berufsgruppe, durchführen darf. Das ist zum Beispiel die Erhebung von Pflegebedarfen oder aber die Planung, Organisation von Pflegeprozessen oder auch die Analyse und Evaluation. Und das ist also schon was Besonderes. Das darf kein anderer Beruf. Also ist es so, dass auch die Einführung der generalistischen Ausbildung schon auch zu einer weiteren Professionalisierung der Pflege führen soll? Ja, sie soll, wie gesagt, flexibler machen, dass also die Pflegekräfte wirklich überall tätig sind. Es braucht dann natürlich, wenn die Auszubildenden ihr Ticket in der Tasche haben, sage ich mal, die haben dann ganz viele Möglichkeiten, sich auch weiterzuentwickeln, noch zu mehr in die Spezifik zu gehen. Und das ist dann also auch wichtig. Ja, du sprachst ja auch den demografischen Wandel an. Da habe ich auch gehört, zum Beispiel das Thema Geriatrie, ja auch sowohl medizinisch als auch pflegewissenschaftlich, dass ich das wusste, so gar nicht ein relativ junges Thema ist, ne? Ja, das ist es, wobei hier bei uns zum Beispiel im KMG-Klinikum Pritzwalk die Geriatrie schon über etliche Jahre jetzt mit etlichen Patienten dort gepflegt werden. Und ich glaube, wir da also auch schon ziemlich weit Vorreiter gewesen sind und da also auch schon sehr, sehr viel für die Patienten in der Geriatrie tun können. Und Fakt ist, dass immer mehr Menschen immer älter werden und somit eben auch immer mehr Menschen an Demenz erkranken. Das ist jetzt eine Krankheit, mit der wir zu tun bekommen. Und das eben nicht nur in den Pflegeheimen, sondern vor allen Dingen auch in den Krankenhäusern. Und ich glaube, da müssen also dann die Pflegekräfte auch sehr gut drauf vorbereitet sein. Bevor wir jetzt nochmal auf die ganz spezifischen Unterschiede eingehen, also was hat sich zuvor geändert in der generalistischen Ausbildung jetzt, würde ich nochmal darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt an die Gudrun, an unsere Schulleiterin, an den Tino, unsere Lehrkraft oder an unsere Auszubildende Maria, dann schreibt die Fragen in die Kommentare. Wir blenden hier gerne ein und besprechen die mit euch zusammen. Und die Ausbildung hat sich verändert. Inwiefern genau? Also was ist anders als vorher? Ja, also zum einen ist natürlich anders, das habe ich ja schon vorweg gesagt, dass wir jetzt eben alle Auszubildenden aller Versorgungsbereiche in einer Klasse sozusagen haben. Es gibt also keine reinen Krankenpflegeklassen und Altenpflegeklassen mehr. Alle Schüler absolvieren über 2 Jahre die generalistische Ausbildung und dann haben sie am Ende des 2. Ausbildungsjahres ein Wahlrecht. Das ist aber auch nur eine Übergangslösung für ein paar Jahre. Sie können dann also wählen, ob Sie weitermachen in dem Altenpflegeberuf, also Altenpfleger werden oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder aber eben die generalistische Ausbildung zu Ende machen. Wir bieten jetzt hier zum Beispiel ja überhaupt gar nicht die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege an, können wir ja gar nicht. Dann ist auch neu, dass alle Auszubildenden
gleiche Pflichteinsätze absolvieren müssen. Die neue generalistische Ausbildung ist sehr praxisbezogen und somit sind also alle Auszubildenden in den Krankenhäusern, haben die ihre Praktikas, sie sind in den Seniorenheimen, sie werden in der ambulanten Pflege eingesetzt, sie müssen einen Kinderpflegeeinsatz absolvieren und sie müssen auch psychiatrische Einsätze machen. Und das machen eben alle gleichzeitig. Das heißt von Anfang an breit aufgestellt? Ganz breit aufgestellt, genau. Was also auch anders ist, also für uns auch als Lehrkräfte eine Umstellung bedeutet, dass wir keine Fächer mehr haben. Tatsächlich die Anatomie und Physiologie und so weiter, die gibt es eben so in dem Sinne nicht mehr, wobei natürlich diese Inhalte nicht verschwinden. Aber wir vermitteln unseren Auszubildenden Handlungskompetenzen und das tun wir vor allen Dingen mit authentischen Handlungssituationen. Das heißt, der Unterricht ist sehr, sehr interaktiv. Die Schüler können sich nicht nur frontal sozusagen von uns berieseln lassen, sondern sie müssen ganz viel selber tun. Und alles pflegerelevante Fachwissen wird mal miteinander verwoben. Ja, und ich habe ja schon gesagt, authentische Handlungssituation, also wirklich auch erzählte Situationen von Pflegekräften, von Auszubildenden. Und die werden dann aus allen Perspektiven betrachtet, also aus allen Perspektiven der an der Pflege beteiligten Personen. Und das ist, denke ich mal, schon was Besonderes. Es gibt eine Frage, die wurde uns letztes Mal öfters gestellt und das ist ja so ein bisschen tabu immer, aber deshalb komme ich mal dichter an die Kamera. Aber gut, und was verdient man denn in der Pflegeausbildung? Ja, ich kann jetzt ja eigentlich nur für die KMG-Einrichtungen sprechen natürlich. Wir haben hier in der Schule auch noch andere Trägereinrichtungen. Also ich sage jetzt mal Fremdträgereinrichtungen, sagen wir, für die wir ausbilden. Dazu kann ich nichts sagen. Da muss man sich dann dort erkundigen. Aber die meisten Einrichtungen sind ja KMG-Einrichtungen und die haben eine Entscheidung getroffen und die da heißt, sich dem öffentlichen Dienst entsprechend zu orientieren. Und ich denke, das ist schon eine gute Summe, die die Schüler kriegen. Ich sage jetzt mal 1000 plus. Das heißt, ganz in Ausbildung schon robust. Ja, also ja. Ich glaube, da gibt es nichts mehr dran zu meckern. Wer da jetzt noch sagt, es reicht nicht, also ich habe mal mit 80 Mike angefangen. Ich habe tatsächlich, ich kann ja auch mal bis aus dem ich habe in der Ausbildung im Handwerk damals gemacht, bevor ich Unternehmenskommunikation gemacht habe. Und da habe ich auch deutlich, deutlich weniger verdient. Auf jeden Fall in der Ausbildung. Ja. Ja, aber das ist auch richtig so. Ich befürworte das. Das ist eine sehr schwere Ausbildung. Die Schüler müssen wirklich auch körperlich und psychisch ganz viel aushalten, ist ja klar. Also die haben das schon verdient. Ich hatte die Tage im Internet ein Sprüchlein gesehen. Es gibt ja diese berühmten Sprüche, die immer geteilt werden. Ich kriege ihn gar nicht mehr wörtlich zusammen, aber da ging es ja darum, in der Pflege sind ja immer noch ein Großteil der Mitarbeiterinnen Frauen einfach. Hm? Und da habe ich einen schönen Spruch gesehen, der hat es auf den Punkt gebracht, irgendwie, man traut Frauen angeblich nicht zu, eine 2-Kilo-Handel zu stemmen, aber man traut ihnen in der Pflege zu, 100 Kilo ihre Patienten zu wenden. Hm? Ja, das ist auch nicht selten, denke ich, ne? Also tatsächlich. Ja, wir haben aber immer wieder auch Jungs. Also es ist nicht so, dass wir keine haben, aber es könnten natürlich sehr viel mehr sein. Tatsächlich. Wir hatten ja letztes Mal auch einen Auszubildenden im Interview. Aber da, wir können uns ja mal direkt an die Leute da draußen wenden. Wenn ihr gerade zuschaut, irgendwie keine Hemmung, irgendwie auch wir Männer können gute Pfleger sein. Hm? Richtig. Also 50-50 wäre schon nicht schlecht, ne? Also Hälfte Jungs, Hälfte Mädchen. Arbeiten wir gemeinsam dran, ne? Jawohl. Wir sprachen über die Praxiseinsätze und ich weiß, die sind manchmal ein bisschen weiter weg. Habe ich ja die Möglichkeit, untergebracht zu werden, wenn das so ist? Ja, also wir sind ja von den KMG-Einrichtungen ja sehr, also in der Ostprignitz, in der Prignitz verteilt. Also erst einmal ist es für uns sehr, sehr wichtig,
wohnortnah einzusetzen. Das heißt, wenn der Schüler zum Beispiel seine Trägereinrichtung in Wittstock hat, dann versuchen wir ihm eben auch dort die viele Praktika, sage ich jetzt mal, zu organisieren. Wir haben also wirklich ein ganz großes Kooperationsfeld aufgemacht mit Kooperationspartnern. Das mussten wir auch, also mit ganz vielen Pflegediensten, mit ganz vielen Kindereinrichtungen, sodass wir doch relativ wohnortnah einsetzen können. Es gibt natürlich auch Standorte, die weiter weg sind. Wir haben ja noch das KMG-Klinikum Güstrow, das uns auch Plätze in der Kinderheilkunde oder auch auf der Entbindungsstation in der Psychiatrie bietet. Die Schüler, die können dort in einer WG bis dato sogar kostenfrei wohnen. Auch das Seniorenheim hier in Pritzwalk bietet Zimmer an, wo man sich also einmieten lassen kann. Ich glaube, die Miete ist auch nicht allzu teuer. Und hin und wieder kann das auch eine Reha-Klinik bieten. Ansonsten helfen wir auch mit Adressen. Wir haben da also schon eine ganze Menge gesammelt, die die Wohnungsgenossenschaften oder so anbieten, auch in WGs. Bis jetzt haben wir das eigentlich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ihr kümmert euch also um eure Schüler? Wir kümmern uns um unsere Schüler, natürlich. Wir sind eine kleine Schule. Man kennt jeden Schüler natürlich mit Namen und alle möglichen. Und die Rektorin kennt jeden Schüler? Oder da hätte ich Angst als Schüler. Doch, die Schüler trauen sich auch, die kommen zu uns, die Tür ist offen. Die haben keine Angst und die werden gut betreut in jeglicher Hinsicht von ja, gut, uns. Ich habe ja auch gleich die Maria noch mal im Interview, dann werde ich die mal fragen, was sie so von dir als Rektorin hält. Ja. Mal sehen, was er antwortet. Ja, das war schon. Meine letzte Frage an dich tatsächlich. Ich würde jetzt nochmal die Regie fragen, ob wir Fragen aus dem Publikum haben. Ich würde auch gleichzeitig dazu aufrufen, wenn ihr Fragen habt zur Pflegeausbildung bei uns, schreibt sie uns in die Kommentare. Ihr könnt sowohl die Gudrun jetzt noch ganz schnell fragen. Wir haben auch eine Frage aus dem Publikum an dich, Gudrun. Ja, oder bitte? Auch Fragen an den Tino oder an unsere Auszubildende. Und zwar schreibt guten Abend, Frau Kröger. Sie erwähnten eben den Ausbildungsablauf. Wie ist der Unterricht jetzt gestaltet? Weiter Pflege- und Arztunterricht? Bleibt es bei diesem Ablauf? Ich habe das jetzt gar nicht so richtig verstanden. Also ob auch Arztunterricht da ist? Genau, oder? Unter anderem. Also wie der Ausbildungsablauf grundsätzlich sich jetzt gestaltet. Mhm. Ob es weiter Pflege- und Arztunterricht gibt und ob es bei diesem Ablauf auch bleibt in der neuen Ausbildung. Mhm. Wir haben ja ein neues Curriculum hier an der Schule. Das gestaltet sich in sogenannten LEs, Lerneinheiten, die sich also immer rund um ein Thema sozusagen damit beschäftigen. Zum Beispiel jetzt machen die Klassen gerade die Kinderthemen, also die Pflege von Kindern. Und da haben wir zum Beispiel einen Erzieher mit ins Boot geholt, der sich ja also gerade auch mit der kindlichen Psyche und so weiter besser auskennt. Natürlich holen wir uns auch noch andere Experten. Das können auch Ärzte sein, klar, denn wir werden weiterhin auch über Krankheitsbilder zu sprechen haben, aber es können auch tatsächlich ganz andere Experten sein, Beratungsexperten zum Beispiel. Also da ist ganz, ganz viel möglich und ganz, ganz viel offen. Vieles decken wir selber ab, aber es gibt eben Themen, wo andere Professionen, also da auch den Schülern mehr mit auf den Weg geben können. Arztunterricht bleibt auch. Ja. Heißt konkret, es wird gar nicht nur von den Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet, sondern auch von Praktikern. Ja, ja. Das hätte ich mir gewünscht damals in meiner Ausbildung. Ja, also wir haben auch immer wieder Angebote. Jetzt hatte ich gerade wieder ein Angebot von jemandem aus dem ambulanten Pflegedienst, der sich vorstellen kann, hier auch mit zu unterrichten. Und wenn die Themen dann dran sind, dann überlegen wir, wie können wir vielleicht auch wirklich noch einen Profi aus der Praxis dazu holen, der da also auch wirklich Bescheid weiß. Genau. Wir haben jetzt tatsächlich den Part des Interviews schon völlig überzogen, aber es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Machen wir die noch? Ja, oder? Na klar, machen wir die noch. Und zwar, stimmt es, dass die neue Ausbildung mehr Praxisanleitung bekommt? So ist die Frage. Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also
Da hat man also auch gesetzlich einiges geregelt. Es ist jetzt also auch tatsächlich notwendig, dass die Praxisanleitungen, also das, was vor Ort in den Trägereinrichtungen passiert, festgelegt ist. Die müssen also 10% der praktischen Einsätze eine direkte Anleitung bekommen. Die Schüler kriegen immer Anleitung, da ist ja auch immer jemand da, aber eine direkte Anleitung. Dafür haben wir in unseren Einrichtungen freigestellte Praxisanleiter, also in den Kliniken und auch in für die Seniorenheime der KMG, die sich also nur jeden Tag rund um ihre Arbeit mit den Schülern beschäftigen. Aber auch auf den Stationen und in den Wohnbereichen sind auch noch Praxisanleiter. Und diese sind auch alle geschult. Die haben also den Praxisanleiter diese Fortbildung gemacht und bilden sich jedes Jahr weiter fort. Die müssen also jedes Jahr 24 Stunden Minimum sich fortbilden, um diesen Auftrag weiter zu erfüllen. Und das ist auch wirklich was völlig Neues. Und das spüren die Schüler auch, dass die also ganz, ganz viel angeleitet und begleitet werden, auch natürlich von uns. Auch wir begleiten unsere Schüler in ihren Praxisstandorten. Genau, und wenn ich richtig bin, erzählt der Tino uns gleich auch noch ein bisschen im nächsten Interview darüber, über die Praxisanleitung. Genau. Mhm. Genau, dann würde ich nochmal in die Regie fragen, haben wir noch Fragen oder Grüße aktuell? Nein, wir haben keine Fragen oder Grüße. Dann, Gudrun, bedanke ich mich für deine Zeit, dass du extra als eine der Schulleiterinnen dir persönlich die Zeit genommen hast, hier über die Ausbildung bei euch zu informieren. Das habe ich gerne getan. Sehr schön. Gudrun, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir gucken jetzt noch ein kurzes Video und dann haben wir Tino Farbe da und Tino ist Lehrkraft und dann fragen wir ihn mal so ein bisschen zum praktischen Teil der Ausbildung. Schwester, wenn Sie wissen, Sie hört ja die ganze Zeit so ein wenig zu miserables aus beim Bauchnabel, muss ich da was beachten? Also ich möchte auch nicht, dass mein Kind da verletzt wird, ist ja noch nicht richtig abgeheilt. Paul? Also aus meiner Sicht ist der Bauchnabel völlig reizlos. Und denke ich, dass man da auch mit klarem Wasser überwaschen kann. Ansonsten gibt es ja natürlich, ich weiß nicht, ob ihr Octinisellwasser, das ist extra zur Wunddesinfektion da. Und genau, dann würde man das. Achso, und wenn der Bauchnabel jetzt gereizt ist, dann kann ich den damit ganz einfach reinigen. Okay, klar. Genau, du wirst vielleicht mal vorwarnen, dass es ein bisschen kalt wird, aber ansonsten. Genau, machen Sie so ein bisschen eine Kompresse drauf auf die Stelle, so dass der Urin vielleicht nicht kommt. So, ich würde jetzt das Köpfchen natürlich schlüsseln und junge Dame, einmal so drehen. Okay, versuchen Sie es so, dass der Kopf immer schön auf Ihrem Arm bleibt. Na? Einmal drehen, genau. Ja, und Sie übernehmen im Prinzip wieder das Hüpfchen, geht dann noch ein bisschen auf die Seite vielleicht. Ne? Ein bisschen. Und Sie nehmen auch wieder schön den Daumen hier um. Ja, genau, so hat es richtig gut. Ne? Und das genießen wir in der Regel auch. Das ist so ein bisschen wie der Flieger, das ist auch für den Magen ganz gut, ne? Dass wir in eine andere Position kommen. Und ich begrüße unseren nächsten Interviewpartner, Tino Farbe. Hallo, Tino. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Und wie geht's dir? Ja, super. Du sitzt auch in Pritzwalk. Ja, ich sitze auch in Pritzwalk. Ja, und vielleicht zu meiner Person. Also ich bin hier Lehrkraft an der Schule und habe jetzt sozusagen das Vergnügen gehabt, seit Beginn der Ausbildung eine der generalistischen Ausbildungsklassen von Anfang an zu begleiten. Auch für mich eine neue Herausforderung, denn Sie haben es ja schon gehört, also die Ausbildung hat zum ersten Mal an unserer Schule zu dem Zeitpunkt mit den Generalisten gestartet und das ist natürlich ja nochmal eine neue Herausforderung mit einem neuen Ausbildungskonzept, mit neuen Ideen eben auch in die Ausbildung zu starten. Aber es macht natürlich auch Spaß, denn man kann auch Dinge neu gestalten, andere Ideen, die man vielleicht schon immer mal hatte, auch umsetzen. Und ja, das macht auch Spaß.
Und du bist wahrscheinlich eigentlich auch Pfleger, oder? Ja, ich bin selber gelernter Krankenpfleger, habe eine ganze Zeit in der Hämatologie-Onkologie gearbeitet, also der Krebsheilkunde, also bringe da auch eine Expertise hier an der Schule mit ein. Habe auch hab ein Studium natürlich absolviert, was man braucht, um Lehrkraft zu werden. Und habe eine ganze Zeit auch im Bereich Beratung gearbeitet. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Und wie gesagt, seit Anfang des Schuljahres betreue ich eben die eine der beiden generalistischen Klasse, die hier begonnen haben. Ja, und jetzt bist du live bei uns. Schön, dass du dabei bist, Tino. Vielen Dank an der Stelle auch schon mal. An der Stelle auch nochmal der Aufruf, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Der Tino wird die dann hier beantworten. Oder wenn ihr Fragen an unsere Auszubildende Maria habt, die folgt dem Interview noch nach dem Tino, dann könnt ihr die Fragen auch schon gerne reinschreiben. Die stellen wir ja auch. Und meine erste Frage an dich, Tino, ist, wir haben ja zwei Videos gerade gesehen schon, so ein bisschen Einblicke in den Unterricht. Wie läuft denn Unterricht ab bei euch? Ja, also Frau Krüger hat das schon so ein bisschen erzählt, dass wir den Unterricht halt völlig neu gestaltet haben im Zuge also dieser Neuentwicklung der generalistischen Ausbildung und sogenannte Lerneinheiten kreiert haben, wo wir eben die Auszubildenden und ihre Situation, ihre Ausbildungssituation, das, was sie konkret erleben, eben aus Schilderungen mit authentischen Fällen eben in den Mittelpunkt der Ausbildung stellen und davon ausgehend letztendlich den Unterricht in verschiedene Richtungen auch entwickeln, sodass man aus einer Situation viele Bestandteile, die für den Pflegeberuf eine Rolle spielen, Gespräche führen, fachliche Hintergründe erlernen, Anleitungen zu geben und weiteres auch darin eben letztendlich bearbeiten. Ich höre jetzt immer wieder raus, auch in anderen Gesprächen, die ich geführt habe, die neue Pflegeausbildung ist weniger so, wir arbeiten jetzt mal eine Tabelle von oben bis unten ab, die Ausbildungsinhalte da drin stehen hat irgendwie, sondern sie ist wirklich Praxis da. Sie ist wirklich eine Ausbildung, die mir hilft, auch später in diesem Beruf zu arbeiten. Ja, also das ist ja letztendlich auch das Ziel von Ausbildung, also Menschen letztendlich, die begeistert sind für den Beruf und damit letztendlich in die Ausbildung auch starten, dafür zu begeistern und sie auch zu befähigen, dann im Ausbildungsberuf dann auch tätig werden zu können, wenn sie dann die Ausbildung letztendlich absolviert haben. Und die theoretische Ausbildung gibt es aber natürlich auch so ganz klassisch. Und wie lange dauert die denn immer? Ja, also insgesamt, wenn Sie die Ausbildung absolviert haben, haben Sie insgesamt 2100 Stunden theoretische Ausbildung hier an der Schule erhalten und 2500 Stunden in der Praxis. Also hält sich so fast die Waage, die Praxis überwiegt etwas. Die Ausbildung erstreckt sich insgesamt über 3 Jahre und ganz klassisch beginnen wir eigentlich, wenn die Ausbildung startet, mit 6 Wochen erstmal theoretischem Unterricht, um die Auszubildenden natürlich da auch vorzubereiten, um den Auszubildenden erste Fähigkeiten für die Praxis zu vermitteln, für den Umgang mit Patienten, für einfachere Unterstützungsmaßnahmen. Und im Laufe der Ausbildung steigern wir natürlich die Intensität und auch den Schwierigkeitsgrad, sodass man dann letztendlich im dritten Ausbildungsabschnitt mehr und mehr dazu befähigt wird, dann auch selbstständig arbeiten zu können und selbstständig eben auch Entscheidungen treffen zu können. Das ist sozusagen das Ziel, mit dem wir hier auch in den Start gehen. Genau, zu den ersten Wochen würde ich auch gerne mehr erfahren, weil wir sprechen ja hier auch mit zukünftigen Bewerbern vielleicht. Was lerne ich denn ganz konkret so in den allerersten Wochen? Das Erste, was ich in der Pflegeausbildung lerne. Das Allererste, was Sie in der Pflegeausbildung lernen, also Sie lernen die Schule kennen, Sie lernen Ihre Mitschüler kennen. Also es ist ein Abschnitt, der auch tatsächlich so ein Stück weit neu mit dazugekommen ist, da nochmal da intensiv nochmal dran zu arbeiten und natürlich Kontakt mit Menschen aufzunehmen. Denn also die Mitschüler kennenlernen bereitet einen dann auch vor, später mit
also wenn ich dann in die Klinik gehe, natürlich auch mit Patienten Kontakt aufnehmen zu können, mit ihnen sprechen zu können, ja, die ersten kommunikativen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist ja auch ein zentraler Punkt in der Versorgung von Menschen. Es geht ja nicht nur um das reine Handeln und Fähigkeit und Fertigkeiten am Patienten zu erlernen, sondern natürlich auch mit den Menschen auch reden zu können und sprechen zu können. Denn in manchen Bereichen der Pflege sind sie oft der einzige Ansprechpartner für einen Menschen, der zum Beispiel einsam in seiner Wohnung zu Hause lebt. Und dann spielt Kommunikation schon noch eine vornehmliche Rolle. Natürlich gehört da auch dazu, in den ersten 6 Wochen grundlegende Fertigkeiten am Patienten auch zu erlernen, beispielsweise die Grundlagen der Körperpflege, Grundlagen zur Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme und Ähnlichem. Du sprachst viel von Kommunikation. Ist es denn ein Problem, wenn ich so ein bisschen schüchtern bin vielleicht? Irgendwie, es gibt ja viele junge Leute, die nicht so selbstbewusst starten gleich. Das ist ja auch gar nicht schlimm, aber ist das ein Problem? Das kann man bei euch lernen wahrscheinlich auch einfach. Ja, also ich denke, das kann man lernen. Wenn man also kommunikativ schüchtern ist und einem schwerfällt, so die ersten Kontakte aufzunehmen mit Menschen, gerade dann, wenn man in einer ungewohnten Umgebung ist und viel Neues auf einen einstürzt, ich glaube, dann ist es auch normal, gerade dann, wenn man jetzt eine Schulausbildung gerade erst abgeschlossen hat, dass es einem noch nicht ganz so einfach fällt. Das soll jetzt kein Hinderungsgrund sein, denn daran arbeiten wir ganz intensiv, arbeiten auch die Kollegen in der praktischen Ausbildung ganz intensiv mit den Auszubildenden. Und es gibt im, wenn sie den ersten praktischen Einsatz sozusagen absolviert haben und dann wieder zu uns in die Schule kommen, dann ist so sogar eine ganze Lerneinheit dafür geplant, also sich auch zu üben und kommunikative Fähigkeiten eben auch zu trainieren und ja, mit Menschen dann viel besser vielleicht noch Kontakt aufzunehmen. Und manch einem gelingt das auch noch nicht im zweiten und vielleicht auch noch nicht ganz so im dritten praktischen Einsatz. Aber im Laufe der Zeit über die 3 Jahre lernt man da mehr und mehr, ja, auch auf Menschen aus mit verschiedenen Hintergründen, Alter, sozialem Hintergrund und so weiter einzugehen. Und man wird im Laufe der Ausbildung doch, glaube ich, souveräner und auch wesentlich fertiger. Es gibt natürlich auch die, die sehr kommunikativ sind und denen das ja Spaß macht, auch auf Menschen zuzugehen und die auch neugierig sind auf andere Menschen. Denen fällt dann natürlich dieser Teil deutlich einfacher. Aber wie gesagt, Schüchternheit ist jetzt kein Hinderungsgrund, um den Pflegeberuf zu ergreifen. Also, hört ihr auch, wenn ihr schüchtern seid, bewerbt euch, und wenn ihr euch jetzt noch nicht entschieden habt und vielleicht Fragen habt an den Tino Fabe. Tino Fabe ist Lehrer bei uns an der Schule und bildet ein Lehrjahr Pflegegeneralisten gerade aus. Wenn ihr Fragen also an ihn habt oder an die Maria, unsere Auszubildende, die jetzt nächstes dran ist, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und von dir, Tino, ich habe ja immer eine unangenehme Frage dabei. Die Google habe ich gefragt, was verdient man denn eigentlich? Und für dich habe ich auch eine typische Schülerfrage. Frage, wie lange ist ein Unterricht? Okay. Ja, also Unterricht. Wir starten üblicherweise hier um 8 mit dem Unterricht. Es gibt auch nicht, wie so in der allgemeinen bildenden Schule, so eine Stunde später oder sowas. Also der Unterricht startet regelmäßig um 8 Uhr. Wir bilden aus in Doppelstunden. Das heißt also, eine Unterrichtseinheit geht dann immer 1,5 Stunden. Das ist ein bisschen anders als in der Schule, sodass sie also 1,5-Stunden-Block haben, danach sind 20 Minuten Pause, dann nochmal 1,5-Stunden-Block, 10 Minuten Pause, ein weiterer, also die 5. und 6. Stunde, und danach ist 1/2 Stunde Mittagspause und dann nochmal von 13:30 bis 15 Uhr ist die 7., 8. Stunde. In den meisten, die meisten Unterrichtstage gehen auch tatsächlich von 8 bis 15 Uhr dann am Ende, und also an einigen Tagen, das sind aber die wenigeren, während der Ausbildungsblöcke, da geht es dann auch mal kürzer und dann ist schon mal um 13 Uhr Schluss. Und wie funktioniert das mit Unterricht aktuell so in Corona-Zeiten? Ja, in Corona-Zeiten, also wir haben uns seit Anfang des Jahres also mehr und mehr da, mit Unterrichtsgestaltung in der Pandemiezeit auch angepasst und führen seitdem digitalen Unterricht durch. Die Auszubildenden der Generalistik haben dazu auch die Möglichkeit, also Tablets sich anzuschaffen und sind dann sozusagen hier mit uns live verbunden, und wir führen dann eben, so wie wir das jetzt gerade machen, eigentlich auch Unterricht durch und
haben jetzt aber in letzter Zeit auch wieder ein Stück weit die Lockerungen der letzten Wochen genutzt, um wieder mehr in den Präsenzunterricht zu kommen. Und wir nutzen natürlich die Möglichkeit, die dritten Ausbildungsjahre, die jetzt keine Generalisten sind im Moment, sondern Gesundheits- und Krankenpfleger und Altenpfleger, dass die tatsächlich zu uns hier in den Live-Unterricht natürlich kommen, um sie optimal auf die Prüfungen dann auch im Sommer vorzubereiten. Genau, aber es funktioniert ja nicht alles digital, es gehört ja auch ein praktischer Teil dazu und ich habe auch schon mit der Gudrun kurz drüber gesprochen, aber ich glaube, du kannst mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wer kümmert sich denn in der Praxis dann um mich als Auszubildenden? Ja, also in der Praxis ist auf der einen Seite natürlich gesetzlich vorgeschrieben, dass sie dort Praxisanleiter betreuen müssen. Also das ist einmal vorgeschrieben und wir hatten auch schon gehört, dass also mindestens 10% der Ausbildung eben durch einen, also der praktischen Teile der Ausbildung durch einen Praxisanleiter direkt begleitet werden müssen. Und wir sind in der vorteilhaften Situation, dass die meisten Kooperationspartner über freigestellte Praxisanleiter verfügen. Auch das ist schon angeklungen, das ist eine Besonderheit. Was heißt das? Freigestellte? Ja, also bisher war oft die Situation für Praxisanleiter, dass sie eben einmal Auszubildende betreut haben, aber auch in der Pflege aktiv mitgearbeitet haben, als Pflegekräfte ganz normal. Und als freigestellter Praxisanleiter habe ich jetzt eben die Möglichkeit, also mich ausschließlich auf die Ausbildung der Auszubildenden letztendlich zu konzentrieren und damit auch ein Stück weit mehr Zeit, mich eben mit einzelnen Auszubildenden auch auseinanderzusetzen. Was nicht heißt, dass natürlich jetzt also ein freigestellter Praxisanleiter den Auszubildenden jeden Tag begleitet, sondern dafür haben wir auch noch Praxisanleiter, die dann eben auf der Station mitarbeiten und dann auch an anderen Tagen die Betreuung mit übernehmen. Ich denke, das ist für die Auszubildenden eine komfortable Situation, aber es ist auch nötig, um eben die entsprechenden Fertigkeiten, Fähigkeiten auch zu erwerben. Und wir arbeiten sehr gut mit den Praxisanleitern zusammen, indem wir auch regelmäßige also Konferenzen abhalten, indem wir regelmäßig selber als Lehrkräfte auch in der Praxis präsent sind, um eben da Kontakt mit dem Schüler und Auszubildenden und auch mit den Praxisanleitern zu halten, sodass da auch der Informationsaustausch untereinander gut gewährleistet ist und wir eben eine gute Ausbildung auch mehr damit sicherstellen können. Und zusätzlich bieten wir hier ja auch Fortbildungen an für die Praxisanleiter, sodass die Praxisanleiter auch nochmal zu uns in die Schule kommen, also um sich da auch auf fachlicher Ebene, pädagogischer Ebene auszutauschen und einige fachwissenschaftliche Fortbildungen haben wir auch noch in Planung für die Praxisanleiter, die sie sich auch gewünscht haben. Und so sind wir da also tatsächlich, glaube ich, in einer sehr guten Position, Auszubildende eben auch in der Praxis zu unterstützen. Sehr schön. Aber wer viel lernt, der möchte das ja manchmal auch unter Beweis stellen, beziehungsweise muss das auch manchmal unter Beweis stellen, ne? Wie sieht es aus mit Prüfungen? Ja, also wir fordern die Auszubildenden natürlich auch mit Leistungsnachweisen aller Couleur und bereiten sie, und das Ziel ist ja, sie auf den Abschluss und die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Ich denke, das entspricht jetzt auch der Vorstellung von allen, dass nach 3 Jahren Ausbildung irgendwo natürlich auch eine Abschlussprüfung stattfinden muss. Durch die neue Ausbildung hat sich da auch ein bisschen was geändert. Also wir verteilen jetzt Noten also in 3 verschiedenen Bereichen, nämlich in der schriftlichen Fähigkeiten, also schriftliche Noten, theoretische Noten und auch praktische Noten. Die praktischen Noten vergeben unter anderem auch die Praxisanleiter. Und die gehen sozusagen über die Jahre auch ein als Vornote, als eine Vornote für die Prüfungsnote, für die Abschlussnote letztendlich, die ich dann auch erhalte. Und wir haben das jetzt so gestaltet, wir hatten ja schon mal über die Lerneinheiten gesprochen, die wir nutzen, eben, um die Ausbildung auch zu strukturieren. Und jede Lerneinheit schließt am Ende mit einer besonderen oder mit einem besonderen Leistungsnachweis ab. Manchmal sind das theoretische Leistungen, manchmal sind das Beratungsgespräche. Ist auch mal ein Rollenspiel. Aber wir machen natürlich auch schriftliche Leistungsnachweise, wo ich eben eine ganz klassische Klausur schreibe, wie man das sich so mal vorstellt. Und wir haben noch einige Meilensteine, die wir den Auszubildenden immer mitgeben, im Probehalbjahr beispielsweise. Also im ersten Halbjahr findet eine praktische Überprüfung im
also im echten Arbeitsumfeld statt, auf der Station, wo ich eben, oder in der Einrichtung, wo ich eben meine Ausbildung begonnen habe. Und ein zweiter großer Meilenstein ist die Zwischenprüfung, die nach 2 Jahren stattfindet, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist, um dann letztendlich im 3. Ausbildungsjahr ganz am Schluss die Abschlussprüfung auch sicher bewältigen zu können. Ja, also es gibt auch, das habe ich jetzt mal als Verständnisfrage, weil ich kenne das in vielen Ausbildungen, ist es ja so, gerade praktische Prüfungen finden nur irgendwie zur Zwischenprüfung und am Ende der Ausbildung statt. Bei euch gibt es aber auch praktische Prüfungen im laufenden Betrieb quasi, wie Arbeiten, die man schreibt, nur halt praktisch. Ja, also ganz genau. Also wir machen also Prüfungen oder prüfungsähnliche Situationen auf den Stationen. Teilweise nutzen die Praxisanleiter, also die Kollegen in der Praxis, das auch eigenständig, um dort Leistungsnachweise zu erbringen in der praktischen im praktischen Setting. Wir nutzen aber auch zum Beispiel unser Skills Lab, also ein Labor hier in der Schule, wo man zum Beispiel mit Pflegepuppen, mit Utensilien, also wir haben hier in der Schule tatsächlich alle möglichen Utensilien, die man im normalen Stationenbetrieb auch hat. Wir haben wie so ein kleines Patientenzimmer und ein kleines Stationszimmer, muss man sich so vorstellen, bei uns, das wir hier vorhalten, wo man eben auch praktische Abläufe erstmal ohne Patienten üben kann, um eben in Abläufen auch sicher sein zu können, und gestalten auch da Leistungsnachweise eben erstmal in einer simulierten Umgebung, eben nicht konkret am Patienten. Und es gibt die andere Möglichkeit, eben auch kontinuierlich während der Ausbildung Leistungsüberprüfungen im konkreten Arbeitsumfeld zu machen. Also echt und am Patienten. Und das eben nicht nur zur Zwischenprüfung und zur Abschlussprüfung. Und was ich da auch rausgehört habe, was glaube ich auch spannend ist für viele, die sich für den Beruf interessieren. Es ist ja nicht so jedem seins irgendwie, wenn man schon 10 Jahre Schule gemacht hat, dann in der Ausbildung vielleicht nochmal nur am Pult zu sitzen. Aber ich höre raus, das ist gar nicht so. Ne, ist nicht so eine Berufsschule in der Pflege heißt nicht, man sitzt irgendwie die ganze Zeit vor einem Stück Papier, sondern lernt man auch richtig praktisch was. Man fasst was an, man tut was. Auch in der Schule, nicht nur in der reinen klinischen Ausbildung. Ja, ganz genau. Also dazu dient so ein Stück weit das Skills Lab. Da sind wir momentan natürlich durch die Pandemiesituation, ne, Nähe und Abstände einhalten und so weiter, ein Stück weit eingeschränkt. Das ist gerade ein bisschen schade, dass wir es nicht voll ausnutzen können. Das ist aber die Situation, die derzeit gegeben ist. Wir würden das gerne noch ein Stück intensivieren können. Das ist jetzt nicht immer den Umständen geschuldet, nicht immer so möglich, wie man es gern möchte. Ja. Bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, die ich hier noch auf dem Zettel habe für dich, Tino, würde ich mich nochmal ans Publikum wenden. Wenn ihr noch Fragen an den Tino habt, dann jetzt ganz schnell damit in die Kommentare, denn der Tino ist noch kurz da und danach schalten wir zu unserer Auszubildenden Maria. Und meine letzte Frage an dich, Tino, wäre, wenn ich mal nicht mitkomme, gibt es denn auch Möglichkeiten der Nachhilfe? Ja, also wir bieten regelmäßig die Möglichkeit an und bieten zu einzelnen Themen Unterrichtsangebote auch außerhalb der regulären Unterrichtszeit an. Und wir sind auch offen, wenn Auszubildende sagen, also ich habe da Schwierigkeiten und ich hätte gerne noch das und das erklärt bekommen. Kann man nicht nochmal hochgehen, vielleicht ins Skills Lab, und ich gucke mir das nochmal an. Dann gibt es da jederzeit die Möglichkeiten. Ne? Und wie Frau Kröger schon sagte, also man kann auf uns zukommen. Wir sind überall bekannt. Wir kennen die Auszubildenden und sind natürlich da auch, also, ja, und eröffnen den Schülern da auch umfassende Möglichkeiten, sofern das nötig sein sollte. Ja. So, jetzt will ich mal die Regie fragen. Haben wir denn Kommentare, Fragen, Grüße an den Tino? Ja, haben wir. Und zwar, lieber Tino, was die Kommunikation angeht und deren Vermittlung, ist das Pritzwalker Ausbildungsteam, ach, das ist gar keine Frage, wenn ihr das fragt, dann ist ein Lob an euch, Tino. Ja, also, dann danke schön. Was die Kommunikation angeht und deren Vermittlung, ist das Pritzwalker Ausbildungsteam sehr gut. Das freut uns natürlich zu hören, also bestimmt die Tino freut das, zu hören. Ja. Und dann kommt noch eine Frage, KMG-Klinikum ist Güstrow, das kann ich beantworten, lieber Chan. Ja, wir haben auch ein KMG-Klinikum in Güstrow, in Mecklenburg-Vorpommern. Aktuell beim Tino sind wir jetzt im Pritzwalk,
aber wir haben auch ein Klinikum in Güstrow und auch eine Schule dort. Und auch dort kann man eine Pflegeausbildung bei uns machen. Geh einfach mal auf kmg-kliniken.de und dann klickst du oben auf Karriere und dann findest du unsere Stellenangebote und da findest du auch die Ausbildungsstellen in Güstrow und auch die Bewerbungsmöglichkeit. Das war nämlich, und Tino, wenn ich da, nicht Tino, sondern der Chan, der gerade die Frage gestellt hat, wenn dich das noch interessiert, dann kannst du mal auf YouTube oder auf Facebook gucken. Wir haben nämlich heute vor einer Woche erst einen Livestream gemacht mit der Schule in Güstrow. Und da kannst du auch nochmal in Feuerlänge nachgucken. Auch über eine Stunde haben wir da die Schulleiterin, auch eine Lehrkraft und einen Auszubildenden befragt. So, Tino, dann war es das mit Fragen aus dem Publikum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und hier Rede und Antwort gestanden hast. Tino, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend. Vielen Dank. Wir gucken jetzt wieder ein kurzes Video und dann gucken wir mal, was die Maria als Auszubildende über den Tino und die Gudrun sagt und natürlich über ihre Ausbildung. Video ab. Hi, ich bin Colin. Hi, ich bin Lara. Hallo, ich bin die Cindy. Ich mache eine Ausbildung in der Pflege, weil ich einen Beruf mit Zukunft haben will. Ich mache eine Ausbildung in der Pflege, weil ich es liebe, Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen zu helfen. Ich mache eine Ausbildung in der Pflege, weil man einfach nie zu alt ist, um zu lernen. Wir sind Auszubildende im zweiten Lehrjahr in der Pflege. Und in unserem Lehrkabinett hier an der Schule können wir unter anderem die Säuglingspflege üben, bevor wir sie im echten Leben anwenden. Und wenn auch ihr Interesse an einer Ausbildung habt, dann bewerbt euch! Außerdem ist Pflegeausbildung ein perfektes Start im Berufsleben. Es erfüllt mich, mit Menschen zusammenzuarbeiten und anderen zu helfen. Also, wollt ihr auch eine Pflegeausbildung machen? Bewerbt euch jetzt! Hallo Maria, hörst Hallo. Du mich? Hallo! Ja. Ja, du hörst mich. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt endlich, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen mit deiner Rektorin und mit deinem Lehrer. Jetzt wird es auch mal Zeit irgendwie, es geht hier um Pflegeausbildung, natürlich, dass wir auch mal eine Auszubildende hören. Stell dich vor, wer bist du? Ich bin die Maria, bin 24 Jahre alt und bin jetzt in der Ausbildung zur Pflegefachfrau. Ja, warum hast du dich dafür entschieden, für eine Ausbildung in der Pflege? Für mich war es eigentlich schon immer klar, dass ich im sozialen Beruf was machen werde, definitiv. Und da kam mir die Pflegefachfrau eigentlich gerade recht. Deswegen. Ja. Bist du glücklich bis jetzt? Du bist ja nicht so lange dabei. Wann hast du angefangen überhaupt? Ich habe erst 10. letztes Jahr angefangen und ich bin sehr glücklich bisher. Also ich habe erst die Probezeit hinter mir und bin, kam und ich bisher. Wir sprechen noch miteinander. Also Glückwunsch zur bestandenen Probezeit. Dankeschön. Und wo bist du eingesetzt aktuell? Also mein Klinikum ist das Klinikum in Pritzwalk und ich hatte jetzt meinen letzten Orientierungseinsatz auf der Chirurgie und mein nächster Einsatz wird in Güstrow stattfinden, auf der Kinderstation. Ah, das hatten wir ja sogar gerade. Das, genau. Das kenne ich sogar schon, da war ich auch schon, da habe ich schon mal die Schule besucht tatsächlich, dort war ich schon mal bei der Frau Langer in der Schule und auch das Klinikum ist wirklich toll, da kannst du dich drauf freuen. Also auch das Klinikum ist vom Aufbau einfach toll. Hm? Ja, ich freue mich schon. Wie alle unsere Kliniker natürlich. Hm? Das stimmt. Genau. Und jetzt in der ersten Zeit, was sind denn deine Aufgaben so gewesen? Na, also zuallererst habe ich natürlich erstmal gelernt, wie man wirklich beziehungsweise richtig die Körperwäsche durchführt und die Körperpflege und natürlich Vitalzeichen messen und ja. Alles, was rund um den Patienten ist, ne? Versorgung, Pflege, genau. Man ist ja schon sehr nah dran am Menschen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten mit den Menschen und sind ganz nah am Menschen und wir sind auch die Person, die morgens bei der Körperpflege natürlich als erstmal erkennt, was am Patienten, ob da irgendwelche Defekte sind, ob sich irgendwas verändert hat. Und wir können mit dem Patienten früh morgens gleich sprechen und wissen gleich, ah, alles klar,
dem geht's gut oder dem geht's nicht so gut. Wir dürfen natürlich jetzt nicht über Ärzte lästern, weil dann ruft mich gleich morgen Chefarzt an und ich bekomme Ärger. Aber ihr, eine Frage, die ich schon stellen kann, ihr seid, die Pflege ist schon noch näher dran oder zumindest der Kontakt ist intensiver zum Patienten, oder? Ja, ist viel intensiver als der Arzt natürlich. Der Arzt kommt natürlich zur Visite und weiß aber natürlich trotzdem alles über den Patienten. Aber dadurch, dass ich eben die Körperwäsche jeden Morgen durchführe, kann ich eben genau am Körper erkennen, was dem Patienten fehlt oder was ihm eben nicht fehlt und ob mir irgendwas auffällt vom Tag zuvor und ja. Ja, und ich hoffe, jetzt haben die Frau Kröger und der Tino schon weggeschaltet, weil jetzt frage ich dich mal, wo lernst du mehr, Schule oder Praxis? Das gleicht sich tatsächlich aus. Also es ist manchmal so, dass man 4 Wochen Schule hat und dann 4 Wochen Einsatz oder, also es gleicht sich eigentlich aus tatsächlich. Erzähl mir doch mal was über den schulischen Unterricht vielleicht zuerst. Ich habe schon gehört, irgendwie, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorstelle, dass man da irgendwie nur vor einem Stück Papier sitzt und an eine Tafel guckt und büffelt, sondern das ist schon auch, Schule ist auch Praxis. Ja, natürlich. Ohne Theorie klappt die Praxis nicht und ohne Praxis klappt die Theorie nicht. Und bei Theorie ist, wie Herr Faber nämlich schon erzählt hat, haben wir hier auch bestimmte Räume, wo wir an Puppen üben können, wir können an Babys üben. Also wir haben ganz verschiedene Präparate und der Unterricht ist eigentlich nicht so, dass wir wirklich Fächer haben, so wie Mathe, Deutsch, Englisch. Wir haben natürlich sowas wie Gesundheitslehre, Krankenlehre, wir haben Recht, was natürlich alles dazugehört. Aber der Unterricht wird nie langweilig und dementsprechend ist er auch nicht langweilig. Also manchmal muss auch Paragraphen pauken. Ja, also man muss auf jeden Fall den Inhalt wissen. Sagen wir es so, ist ja schon mal gut. Das ist ein großes Thema in der Pflege, Recht, also was, wo man sich mit beschäftigen muss? Ja, muss man sich beschäftigen, weil man muss natürlich auch wissen, worauf man sich einlässt, wenn man jeden Tag zur Arbeit kommt und vielleicht jemandem was passiert. Ja. Maria, wir haben auch schon die erste Frage aus dem Publikum. Bist du dafür schon bereit? Immer. Ja, wir haben sie auch schon eingeblendet. Haben Sie Schwierigkeiten gehabt im ersten Jahr der Ausbildung, Frau Lübeck, mitgefragt? Also genau, Schwierigkeiten eigentlich nicht. Ich denke, es ist immer, na, ich würde es nicht schwierig nennen, aber man muss sich natürlich erstmal, wenn man dann im ersten Einsatz ist, man muss sich beweisen. Man muss sich auf der Station zeigen, dass man es will, dass man die Ausbildung will. Und natürlich ist es erstmal ein neues Team und man muss sich versuchen zu integrieren. Aber mit einer offenen Art, mit einer freundlichen Art, mit Enthusiasmus schafft man das. Und wofür interessierst du dich denn irgendwie ganz besonders bei diesem ganzen Thema Pflege, Klinik, Krankenhaus? Also tatsächlich, interessiert mich die Chirurgie schon am meisten. Ja. Möchtest du dich auch irgendwie, ich weiß, man kann sich auch später spezialisieren. Ne? Also Pfleger ist ja auch nicht gleich Pfleger nach der Ausbildung. Nee, ist das, das auch was dich interessiert, dann irgendwie dich zu spezialisieren in dem Bereich? Ja, also ich würde erstmal jetzt gerne gucken, was die 3 Jahre mit sich bringen. Da sammelt man natürlich noch mehr Erfahrung. Aber danach würde ich schon in den chirurgischen Bereich gehen, wenn das funktioniert. Man kann natürlich nach der Ausbildung, kann man natürlich auch noch weitere Weiterbildungen machen. Und da kann man sich natürlich noch mehr qualifizieren. Wie läuft denn das überhaupt? Du bist ja nicht nur in einem Bereich eingesetzt in deiner ganzen Ausbildung. Das wechselt auch mal oder wie funktioniert das? Also weil so ein Krankenhaus hat ja etliche Bereiche. Ich bin ja jetzt irgendwie seit einem halben Jahr bei KMG und ich lerne ja selber immer noch dazu, was es alles für Bereiche gibt. Also das habe ich ja jetzt noch nicht erfasst. Und wie ist das in der Ausbildung so? Also in der Ausbildung ist es so, wie Frau Kröger schon erzählt hat, wir haben Orientierungseinsätze, dann haben wir natürlich Vertiefungseinsätze, Pflichteinsätze und dann haben wir zum Beispiel noch zum Schluss der Ausbildung 80 Stunden für weitere Einsätze. Also die kann man natürlich dann nutzen, wenn man sich für irgendwas in der Ausbildung besonders interessiert. Also da kann man zum Beispiel in den OP gehen oder auf der Intensivstation oder man geht zum Beispiel nochmal in die Kinderkrankenpflege. Also das, was einem richtig gut gefallen hat. Aber natürlich ist, so wie die Ausbildung ist, sind die Praxiseinsätze natürlich auch gestaffelt. Also man lernt in der Theorie, wenn ich jetzt was über die Kinderkrankenpflege lerne, ist natürlich klar, dass mein nächster Einsatz auf der Kinderstation ist. Und, also du kannst... Ja? Wollte ich nicht unterbrechen? Mach weiter. Nee, alles gut. Okay. Stellen Sie ruhig eine Frage. Genau. Und zwar hast du gesagt, du kannst dir was aussuchen, echt? Du kannst ja auch im Bereich aussuchen. Ja, die letzten 80 Stunden dann sind zum weiteren Einsatz verfügbar, genau. Das ist ja ziemlich cool. Was machst du da? Weißt du das schon? Nee, du bist, du bist ja neu dabei, hast du gesagt. Ja, ich bin jetzt neu dabei, aber ich würde tatsächlich so in den OP gehen. Chirurgie? Ja. Genau. Und da auch nochmal ein spezieller Bereich oder? Nee, da lasse ich alles auf mich zukommen. Also ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Ja. Aber alles, was wir kriegen können, wir können kriegen einen Kommentar aus der Community.
Und zwar, macht dir die Ausbildung Spaß? Das ist eine einfache Frage. Jetzt sag bitte nicht ja oder nein, sondern erzähl jetzt ein bisschen was dazu. Es macht super Spaß. Also es ist natürlich so, dass man dadurch, dass man in verschiedene Einrichtungen kommt, sich wie gesagt immer beweisen muss. Und natürlich muss man erstmal gucken, wie das Team ist und wie die Patienten sind. Aber es macht super viel Spaß. Es ist super abwechslungsreich. Ich war noch nie eine Person, die einen Job ausübt oder einen langweiligen Job. Und der Job ist immer, man muss natürlich flexibel sein, aber der ist total, ja, der nutzt halt alle Bereiche und wird dementsprechend niemals langweilig. Man lernt super viele Menschen kennen, man lernt super tolle Menschen kennen und man lernt auch viel im Leben dadurch. Und was? Was man im Leben lernt? Ja. Dass auf jeden Fall Gesundheit immer sehr, sehr wichtig ist und dass man mit dem zufrieden sein sollte, was man manchmal hat, weil ich glaube, in der heutigen Zeit wird Materialismus immer so hoch gepokert und ja, ich muss die Tasche haben, weil die kostet 2000 Euro oder was weiß ich. Aber ich glaube, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, warmes Essen auf dem Tisch und eine Familie, die einen liebt, glaube ich, hat man mehr gewonnen, als man manchmal glaubt. Das hast du schön gesagt. Und Liebe haben wir auch aus der Community mit der nächsten Frage, hoffentlich. Und zwar, wie war, oh, das ist eine spannende Frage. Nämlich, oh, ja. Der allererste Tag im Klinikum und in der Schule, wie war der? Super aufregend. Also in der Schule hat man natürlich erstmal geguckt, ja, wer ist da? Kennt man vielleicht jemanden? War bei mir jetzt nicht der Fall, weil ich nicht aus Pritzwalk komme. Aber man hat natürlich erstmal die Lehrer ein bisschen geguckt, wie die drauf sind. Sind die cool drauf? Und es ist natürlich der Fall. Und der erste Praxistag tatsächlich, da war ich super aufgeregt, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Aber die Aufregung legt sich natürlich mit dem Tag. Ne, man ist natürlich erstmal aufgeregt, weil es ist eine neue Erfahrung im Leben, es ist eine neue Station und es ist trotzdem sehr, sehr schön. Also Aufregung zeigt ja immer, dass man sich auf etwas freut und so war es auch. Das erste Mal Kasak tragen, ne, auch, ja. Ja, genau. Das war eine ganz lustige Situation und zwar hatte ich Wäsche mir geholt gehabt und dachte mir, naja, gut, die Größe wird mir schon passen und ich sah dann aus, also ich bin halt 1,63, bin relativ klein und es sah aus, als wäre ich ein nasser Sack tatsächlich. Das war der erste Tag. Ich dachte mir so, nein, jetzt kommst du auf Station und siehst aus wie, aber naja, passt schon. Ich hab gehört, das ist in der Pflege neben dem Patienten natürlich das zweitwichtigste Thema, einen passenden Kasak zu finden. Ja, ist ganz, 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 ganz selten, dass man einen passenden findet, aber das passt schon. Genau. Man erkennt euch, glaube ich, auch, also man erkennt die Auszubildenden auch an dem Kasak, ne, teilweise. Genau, wir haben weiße Kleidung, wir haben aber nicht wie die Schwestern, wir haben nicht noch extra Taschen, wir haben nämlich so eine grüne Streifen hier rüber, über die Schulter. Genau, das hat mir nämlich eine Auszubildende aus Güstrow, ich weiß nicht, ob sie zuschaut, die Lara nämlich erklärt letztens. Genau, und liebe Maria, meine große Frage ist natürlich irgendwie, da geht es bei der Pflege immer drum, auch in der öffentlichen Debatte irgendwie, auch wer gestern ProSieben geguckt hat, der wird immer wieder diese Frage stellen, was motiviert dich jeden Tag? Was mich jeden Tag motiviert? Also im Großen und Ganzen geht es mir eigentlich um die Patienten. Ich stehe jeden Morgen auf und das hatte ich bisher in keinem Job gehabt und habe Lust, zur Arbeit zu gehen, egal um welche Uhrzeit. Und was mich motiviert, sind einfach die Patienten. Ich weiß, ich kann Menschen helfen. Und wenn es nur eine Körperpflege ist oder wenn es nur die alltäglichen Dinge sind, die man macht, aber ich weiß, ich komme zur Arbeit und da gibt es Menschen, die kann ich helfen, egal mit was ich tue. Ja, du hast gerade gesagt, egal welche Uhrzeit, ich persönlich muss zugeben, ich bin ein ziemlicher Langschläfer. Was meinst du mit egal welche Uhrzeit? Egal, welche Uhrzeit. Also ich bin zum Frühaufsteher geworden tatsächlich. Der Körper gewöhnt sich dran und Frühdienst beginnt zum Beispiel auf meiner Station um 6 Uhr und ich fahre halt eine Stunde, deswegen stehe ich um 4 auf, also relativ früh. Du, bevor wir die nächste Frage machen, rufen wir doch nochmal auf, das Publikum Fragen zu stellen. Mach du das doch mal. Ich würde sagen, ich mache das die ganze Zeit hier schon, du bist jetzt mal dran. Ich soll jetzt einfach was vorlesen. Nee, du sollst einfach mal das Publikum aufrufen, uns ein paar Fragen zu stellen noch. Ja, stellt sehr gerne Fragen, egal was ihr habt. Schießt los. Genau, ab damit in die Kommentare. Und genau. Meine nächste Frage an dich ist, was war dein schönster Moment bisher, wenn es so einen schon gibt? Der schönste Moment. Ist relativ schwer zu sagen. Ich muss wirklich, wirklich sagen, dass jeder Tag ein schöner Moment war. Also jeder Tag, an dem ich zur Arbeit komme und was Neues lerne, ist für mich ein schöner Tag. Gibt es denn Dinge, die dir sehr gefallen, halt, also auch so im Zwischenmenschlichen, was dich sehr motiviert? Ja, was mich motiviert, ist natürlich auch die Dankbarkeit.
man die Patienten schätzen, dass wenn jeden Morgen jemand da ist und sich um sie kümmert und wenn man dann solche Sachen zu hören bekommt von wegen, sie sind nicht mit Gold zu bezahlen, ist das schon heftig. Ach, wie süß. Wir haben auch schon wieder eine Frage aus dem Publikum, Maria. Und zwar, wie ist deine Klasse? Und die Frage, die ich jetzt zum Glück nicht stellen muss, wie sind denn die Lehrer? Also meine Klasse ist super. Wir haben jetzt zwar ein paar verloren, aber das ist aus persönlichen Gründen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich komme mit der Klasse super klar, super offene Menschen. Vor allem auch die Altersunterschiede sind super, was ich aber sehr, sehr gut finde, weil wir haben ganz Junge, wir haben 16-Jährige, wir haben aber auch jemand, der 38 ist. Es ist super, weil man dadurch den Austausch einfach besser hat und die Erfahrungen besser kennenlernen kann. Und die Lehrer sind alle Bombe. Nein, die Lehrer sind wirklich, also die hören zu. Wenn ich Probleme habe, kann ich zu denen kommen. Sie sind offen und sie wollen, und das merkt man seit Tag 1, sie wollen, dass wir diese Prüfung am Ende der 3 Jahre wirklich bestehen. Und sie sagen dir auch, dass man Potenzial in dich sieht. Das ist auch wirklich der Vorteil von so einer kleineren Schule, dem kleineren Klinikum auch, oder? Ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Haben wir denn Fragen? Ich glaube, wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Haben wir. Und zwar, was gefällt dir besser, Schule oder Praxis? Ich habe dich ja schon gefragt, wo du mehr lernst. Und das ist jetzt eine persönliche Frage, die kannst du auch ganz persönlich beantworten natürlich. Also tatsächlich gibt es da kein Wenn oder Aber. Also Praxis, muss ich schon sagen, finde ich besser, weil ich eben den Kontakt zu den Patienten habe. Aber ich bin natürlich auch froh, wenn ich nach 4 Wochen wieder meine Leute in der Klasse sehe und mit denen austauschen kann, wie ihr Einsatz war. Also da gibt es kein, was ich besser finde. Also ich finde beides gut. Und die letzte Frage, die ich schon habe und ist natürlich auch eigentlich die alles Entscheidende, die so alle Fragen so ein bisschen in den Schatten stellt, ist, würdest du anderen denn jetzt, nach dem, was du schon gesehen hast, immer noch eine Ausbildung in der Pflege empfehlen und warum? Ja, würde ich, weil ansonsten würde ich jetzt nicht hier weiterhin sitzen, wenn ich die Ausbildung nicht machen würde. Warum? Weil man Menschen helfen kann und immer jeden Tag was Gutes tut, auch wenn es, wie ich schon gesagt habe, vielleicht nur die kleinen Dinge sind. Und der Job ist natürlich anstrengend, psychisch und natürlich körperlich, aber man bekommt ganz, 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 ganz viel zurück und sei es von den Patienten, sei es von dem Kollegium, man bekommt einfach super viel zurück und man lernt für sein Leben lang. Ja. Maria, das nächste Mal planen wir auf jeden Fall mehr Zeit für die Auszubildenden ein, weil hier kommt eine Frage nach der anderen rein und wir haben gleich die nächste Geschichte, bitteschön. Und zwar auch eine gute Frage, das hätte ich dich tatsächlich auch noch gefragt, wie ist denn der Unterricht während der Corona-Zeit? Oder wenn jemand in Quarantäne ist? Also bei uns ist es so, wir hatten jetzt eine Woche zum Beispiel Homeschooling gehabt, einfach wegen der Quarantäne, einfach um sicherzugehen, dass niemand negativ oder beziehungsweise positiv in die Schule wieder zurückkommt. Jetzt haben wir wieder Präsenzunterricht, aber in der Zeit, wo Corona sehr aktuell für uns war, für die Schulzeit, war das so, dass wir mit Homeoffice oder mit Homeschooling eben sozusagen über die Runden gekommen sind. Ja. Und es hat auch super funktioniert. Und die entsprechenden Sicherheitsvorschriften, die werden natürlich bei uns, da haben wir, das ist natürlich der Vorteil in dem Klinikum, das funktioniert natürlich deutlich besser als an einer zivilen Schule vielleicht irgendwo außerhalb. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Nein, sagt die Regie, dann wäre ich auch schon durch. Maria, möchtest du noch ein Abschlusswort sagen? Vielen, vielen Dank für alle, die eingeschaltet haben. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn das nächste Mal ein Livestream ist. Da gucke ich natürlich gespannt zu. Und ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend. Ja, Maria, den Schöne Ostern. Genau, frohe Ostern. Dann verabschiede ich dich jetzt. Ich verabschiede mich im Anschluss noch bei unserem Publikum. Dir wünsche ich mal einen schönen Abend, frohe Ostern. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns die Fragen beantwortet hast, ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Ausbildung. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Wir sehen uns bestimmt mal in Pritzweig, wenn wir da mal mit unserem Kamerateam sind für Filmaufnahmen. Da freue ich mich schon drauf. Liebe Grüße an alle dort. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich richte mich jetzt schon mal an unser Publikum. Alles klar, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben da draußen, es freut mich, dass ihr heute dabei wart. Ich möchte jetzt nochmal
euch dazu aufrufen, wenn ihr euch weiter über uns, die KMG-Klinik, informieren wollt, dann könnt ihr natürlich einerseits unsere Webseite besuchen, ganz einfach kmg-kliniken.de. Außerdem könnt ihr euch dort natürlich auch bewerben unter kmg-kliniken.de/karriere-bildung findet ihr alle offenen Stellenangebote. Auch die Ausbildungsangebote findet ihr dort. Ihr könnt euch auch dort direkt bewerben. Wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr dort auch Links zu unseren drei Schulen in Pritzwalk, Luckenwalde und Güstrow. Dort könnt ihr natürlich auch die Lehrkräfte anschreiben und Fragen stellen zur Ausbildung. Die sind euch auch gerne behilflich bei der Vermittlung, zum Beispiel von einer Trägereinrichtung. Wir würden uns natürlich am meisten freuen, wenn ihr bei uns direkt die Ausbildung macht bei den KMG-Kliniken. Folgt uns gerne auf Facebook, auf YouTube, auf Instagram. Auf Facebook und YouTube läuft jetzt auch gerade dieser Livestream, in dem wir uns befinden. Wenn ihr jetzt erst zugeschaltet habt oder zwischendrin, der Livestream dort wird auch in ein paar Stunden vermutlich wieder dort verfügbar sein zum Nachgucken. Auch ist dort der Livestream aus Güstrow verfügbar, den wir letzte Woche gemacht haben. Und als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, am 15.04. schalten wir live in die Schule nach Luckenwalde. Sind wir hier nochmal eingeblendet. Start ist auch wieder um 19 Uhr. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die heute teilgenommen haben, nämlich bei unserer kollegialen Schulleitung Gudrun Kröger, auch bei der anderen kollegialen Schulleitung Katrin Loy, die ganz viel im Hintergrund bei der Vorbereitung dieses Livestreams geholfen hat. Ich bedanke mich bei unserer Lehrkraft Tino Farbe. Ich bedanke mich bei Maria Lübeck, unserer Auszubildenden. Und ich bedanke mich bei den Leuten, die man nicht sieht, unserem Leiter Unternehmenskommunikation Christian Meyer, der hier in der Vorbereitung geholfen hat. Und ganz wichtig, nur 1,5 Meter von mir entfernt steht natürlich brav mit Maske der Florian Rathke in der Regie, der uns heute das alles hier möglich gemacht hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund, tragt Maske und schaltet das nächste Mal wieder ein. Einen wunderschönen Abend und tschüss.